Der eine sagt, du, mir juckt die Hand. Ich glaube, wir kriegen mehr Geld. Und dann sagt der andere, nee, mir juckt der Hinter. Ich glaube, die bescheißen uns wieder. Und ein 70-Jähriger ging zum Urologen. Er lässt die Hose runter und dann sagt der Urologe, mein lieber Mann, da konnte sich Ihre Frau aber nicht beschweren. Nee, sagt er. Und vor Jahren konnte ich damit noch einen vollen Wassereimer tragen. Na, sagt der Urologe, das geht ja heute nicht mehr. Nee, das machen die Knie nicht mehr mit. Ja, liebe Herren und Aranesen, Rösler ist Gesundheitsminister, Brüderle ist Wirtschaftsminister, Westerle ist Vizekanzler, Außenminister. Als mein Vater damals von der gelben Gefahr sprach, da dachte ich immer an die Chinesen. Aber die werden die Krise schon schaukeln. Wohin, werden wir ja sehen. Die Krise ist für manchen schlimmer als eine Ehescheidung. Das Geld ist auch weg und verheiratet bist immer noch. In großen Unternehmen und auch in Banken hört man immer öfter so diesen Dialog. Ich möchte gern zum Chef. Das geht leider nicht, sagt die Sekretärin. Der musste heute Morgen aufs Gericht. Ja, und wann wird er wieder zu erreichen sein? Na, unser Anwalt sagt in 4 oder 5 Jahren. Die SPD hat ja heute den Gunter Gabriel nicht, den Sigmar Gabriel, zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Heute. Die SPD hat in 5 Jahren 6 Parteivorsitzende. Das muss man sich mal überlegen, das sind mehr als Bayern München Trainer hatte in 5 Jahren. Ehrlich, ich habe es heute nachgeguckt, die hatten nur 5. Mit der neuen SPD schöpfen auch die Gewerkschaften wieder mehr Mut und werden kämpferischer. Verdi fordert jetzt 30-Stunden-Woche für gleichen Lohn. Aber die Beamten haben gesagt, nee, nee, da sind wir dagegen. Das machen wir nicht mit. Doppelte Arbeitszeit zum gleichen Lohn. Bei uns in der Johannesstraße wird gebaut, ich weiß nicht. Einige werden das erkennen, ne? Von wegen Parken und was weiß ich. Oder? Motte, Matsch, also alles mit neu gemacht, Abwasserleitung und alles so. Und da haben die neulich das Abwasserrohr doch voll zerdeppert. Die ganze Brühe ist in so eine Grube reingelaufen und da stand so ein kleiner Arbeiter drin, ne? Und dem ging das Ganze hier bis hier, ne? Oberkante, Unterlippe. Da kommt ein anderer und sagt, komm, ich helfe dir da raus. Und der, aber mach bloß keine Wellen. Neben dem Bauwagen steht so ein Schild von Oskar Lafontaine. Da sage ich, sag mal, was soll denn das? Warum hast du ein Bild von Oskar Lafontaine zu stehen? Da sagt er, wenn wir so eine langen Rohre fahren, ne, da sollen wir doch immer einen roten Lumpen ranhängen. Ja, und dann ist ja auch wirklich ein ganz schwerer Unfall passiert. Diese Walze, diese Dampfwalze, die nachher für die Straße da ist. Ja, die hat einen überfahren. Und da geht der Vorarbeiter hoch und klingelt und sagt, Frau Schuster, Ihr Mann ist von der Dampfwalze überfahren worden. Und da antwortet sie von drinnen, ich bin gerade in der Badewanne, schieben Sie unter der Tür durch. In den Backshop gleich neben unserer Wohnung läuft das durch diese ganzen Baumaßnahmen auch nicht mehr so gut. Jetzt hat die Inhaberin eine blinde Verkäuferin eingestellt, weil das ja gefördert wird vom Amt. Ne? Die kann das auch alles ganz perfekt. Die Ware erkennt sie. Es ist alles so in Ordnung. Vor einer Woche habe ich ein paar Brötchen gekauft und eine Zeitung. Peter hat sie hier gehabt, aber sonst liest sie ja keiner. Und ich gebe ihr 10-Euro-Scheine. Und da gibt die mir auf 100 Euro raus. Blinde Frau.
die gibt dir 100 Euro raus. Da kommst du in Gewissenskonflikte. Da denkst du, nimmst du jetzt das Geld, gehst los, ne? Oder probierst das einfach nochmal. Draußen vor dem Laden waren zwei Dackel angebunden, die unterhielten sich. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen? In der SVZ stand, Babys schreien ja auf Deutsch. Ne? Und es ist auch logisch, dass Dackel auf Deutsch bellen. Ne? Und deswegen, als Kind hatte ich einen Dackel mal, und deswegen kann ich dieses Deutsch der Dackel auch verstehen. Und der Jüngere bellte, wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich ein Mensch. Bellt der ältere Dackel zurück, willst du Frau sein oder ein Mann? Nach der jüngere Dackel, na Mann! Ach, sagt der ältere, machst ja wieder nur den Dackel. Die Paulskirche, sie hat ja unserem Stadtteil den Namen gegeben. Vor der Kirche unterhalten sich zwei Pastoren. Mensch, sagt der eine, das war heute ein harter Tag. Ich hatte zwei Beerdigungen. Zwei Einäscherungen, eine Kompostierung. Was sagt der andere? Kompostierung? Ja, die Grünen kommen auch um die älteren Jahre. Ein alter Mann bat den Vater, ihm die Beichte abzunehmen. Vater, während des Zweiten Weltkrieges klopfte eine junge, sehr schöne Polin damals an meine Tür und bat mich, sie auf meinem Dachboden zu verstecken. Der Priester sagt, das war wundervoll, mein Sohn, und du brauchst dafür doch nicht zu beichten. Ja, sagt der Vater, es ist halt so, ich war schwach. Und ich habe von ihr verlangt, sich mit Sex erkenntlich zu zeigen. Oh, sagt der Vater, ihr wart beide in großer Gefahr. Und hätte beide schrecklich leiden müssen, wenn die Deutschen euch gefunden hätten. Gott in seiner Weisheit und in seiner Rücksicht wird gut und schlecht abwägen und wird gnädig urteilen. Es sei dir vergeben. Danke, Vater, das erleichtert mich wirklich sehr. Ich habe wirklich nur noch eine Frage. Soll ich ihr sagen, dass ihr Christ werdet? Beziehung hat lange gehalten, heute ist das, und das ist wiederum bewiesen, nicht mehr so. Beziehungen halten im Durchschnitt 4 Jahre. Das ist nicht viel. Früher wurden Hochzeiten gefeiert, aber das waren auch nicht 50 Jahre Liebe. Das war Disziplin. Manche Frauen haben sich gesagt, komm, ich habe den Zweiten Weltkrieg überstanden, schaffe ich das auch. Heute ist das ganz anders. Heute handeln die Frauen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass eine vor dem Kadi steht und der Richter sagt, sie geben also zu, dass sie ihren Ehemann erschossen haben. Wissen Sie, Herr Richter, das war so. Mein Mann behauptete, tot umfallen zu wollen, wenn er mich schon einmal betrogen hat. Und von alleine fiel er nicht. Bei Erwin ist das anders. Der hat seiner Frau gestanden, ich habe dich betrogen. Am Abend kommt er, wenn er ins Bett geht, kommt nach der Schlafzimmertür, da hängt eine Fahne mit Hammer und Sichel. Sagt er, was soll denn das jetzt? Ja, sagt sie ganz einfach, mit dem Rücken des Rinsen. Und ein anderes Beispiel, nach 10 Jahren absolviert das sexmüde Paar seinen Pflichtabend. Plötzlich sagt er, Himmel, habe ich dir wehgetan? Nein, wieso, sagt sie. Ach nichts, ich hatte für einen Moment den